Du bekommst auch keine Luft. Du bist gequält von Allergiesymptomen. Ein kortisonhaltiges Nasenspray schafft Abhilfe. Kortisonhaltige Nasensprays sind eine gute Empfehlung für Patienten, die mit Antihistaminika, ob die jetzt die schlucken oder lokal als Spray verwenden, überhaupt nicht spüren, außer dass sie müde werden. Was viele nicht wissen, du bekommst Nasensprays mit Mometason und Fluticason sogar ohne Rezept. Das macht nicht abhängig und es geht auch nicht ins Blut. Ja, wofür werden die verwendet? Eben bei Heuschnupfen, auch saisonale allergische Rhinitis genannt. Und da ist es wirklich sehr, sehr effektiv. Du solltest vor der Anwendung unbedingt deine Nase putzen, das habe ich gerade schon gemacht. Dann schüttelst du die Sprühflasche gut und pumpest so lange, bis so ein feiner Sprühnebel austritt. Jetzt hältst du ein Nasenloch zu und sprühst ins andere. Dabei ist ganz wichtig, den Sprühkopf von der Nasenscheidewand wegrichten, um eben Verletzungen zu vermeiden. Einfach Hände über Kreuz, leicht einatmen, während du sprühst, dass du es reinziehst, so wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Du kannst das Mometason bis zu zweimal täglich anwenden, zweimal zwei Hub. Viele Patienten spüren schon 12 Stunden nach der ersten Anwendung der Linderung. Die volle Wirkung setzt nach 2 bis 3 Tagen ein. Das macht nicht müde, ne? Wenn es ganz schlimm läuft, musst du halt vielleicht nochmal 2 oder 3 Tage ein Antihistaminikum schlucken, aber danach sollte eigentlich Schicht im Schacht sein. Und du kannst sie die ganze Pollensaison über kontinuierlich anwenden, oft genügend geringere als die empfohlenen Tagesmaximaldosen. Wenn die Symptome sich bessern, mach weiter. Mach unbedingt weiter, bleib dran. Du kommst nach ein paar Tagen mit zweimal Einhub aus. Stell es einfach auf dein Nachtkästchen. Ein großer Vorteil von diesem Nasenspray ist, dass der Wirkstoff wirklich nur lokal wirkt. Hier, die therapeutische Benefits von Cortison bringt es mit, ohne dass es die Nebenwirkungen verursacht, von denen die meisten Patienten Angst haben. Es geht nicht ins Blut und es verbessert deine Lebensqualität signifikant. Und für alle, die vom normalen Nasenspray nicht loskommen, unbedingt das Video hier oben anschauen.